Willkommen zurück zu Skyrim und zwar auf die Art und Weise, wie es der Captain spielt. Erst einmal eine Entschuldigung, die letzte Folge war wirklich sehr lang und ich habe einfach die Zeit vergessen. Gut, wir haben jetzt Informationen. Wie geht es weiter? Was sollen wir nochmal machen? Wo habe ich denn jetzt hier da? Den Vermissten finden. Thorald. Gut. In höchster Not. Ah ja, das waren diese beiden Typen am Stadteingang. Der Weg der Stimme ist die Hauptgeschichte. Und hier haben wir so verschiedene Kleinigkeiten, um uns ein bisschen einen Namen zu machen und ein bisschen Geld zu verdienen. Gut. Das ist eine Stadtquest, meine ich. Aber bevor ich jetzt mich mit den Kampfgeborenen anlege, schlendern wir erstmal noch mal ein bisschen durch das wunderschöne Weißlauf. Vielleicht suchen wir mal die Gefährten auf. Oder wir gehen erstmal den Weg der Stimme. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Was immer du meinst. Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Und wir, nicht die Ah, Elfen hier, oder ne? ihre Speichellecker, werden über Himmelsrand herrschen. Auch Jorvasker. Schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Mal sehen, was uns hier erwartet. Fangen die beiden schon wieder an? Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Oh, ein Kampf. Hey, aufpassen! Schnappt sie euch! Tötet sie! Schnappt ihn euch! Zurück mit ihm! Ihr seid jämmerlich! Ein Kampf! Worum es da wohl geht. Interne Streitigkeiten. Lehre war, leite mich. Ich werde euch töten. Ihr seid jämmerlich. Ha! Jemand muss mir helfen. Um was geht's denn hier? Hallo? Es dauert, die kloppen sich da rein. Er hat dir nichts drauf. Ihr wagt es gegen einen Doom mehr zu kämpfen? Oh. Oh, was da ist. Mist, was ist alle. Freuden töten. Was ist denn hier los? Was gibt's denn? Oh, wir können quatschen, während die kämpfen. Das ist ja wunderbar. Skior, ist das der Boss? Ich bin nicht sicher, ne? Wer sind die Gefährten? Egal, wen ihr hier fragt. Die Antwort wird immer eine andere sein. Söldner, ehrenwerte Krieger, Brüder und Schwestern der Klinge, betrunkener Abschaum. Sucht euch was aus. Ich bin hier schon länger als die meisten. Und auch ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Ich habe Gerüchte über euch und Skior gehört. Okay. Und wenn ihr weiter Ohren haben wollt, ich tendiere ja eher zu Söldnern. Betrunkene Söldner. Das passt gut. Warum habt ihr euch angeschlossen? Kann ich beitreten? Auf wessen Seite steht ihr? Geht uns nichts an. Wenn die Jarl sich zanken, hat die Ehre keinen Platz. Gute Einstellung. Und warum habt ihr euch angeschlossen? Ich habe das Wesen eines Kriegers im großen Krieg kennengelernt. Habe fast mein Leben vor der Kaiserstadt verloren. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Himmelsrand zurück. Aber ich taugte zu nichts mehr, außer zum Kämpfen. Bin als Söldner herumgezogen. War darin auch verdammt gut. Das Geld war gut, die Frauen waren gut und die Getränke waren gut. Aber ich habe mich immer mehr verloren. Mein Herz verloren.
Ich brauche nur ich hatte Glück, dass die Gefährten mich fanden. Jetzt habe ich einen Grund zu kämpfen. Wenn man es so sieht. Die Ehre meiner Brüder und Schwestern ist mehr wert als Münzen. Natürlich ist das Geld immer noch gut. Und die Getränke sind es auch. Ja, das ist so die klassische Söldnergeschichte. Der hat aber schon ganz schön was abgekriegt, ne? Das klingt ja alles sehr gut. Geld ist immer gut, trinken macht immer Spaß. Frauen, in dem Fall Männer oder Frauen. Man weiß es noch nicht, wie es sich entwickelt. Kann ich den Gefährten beitreten? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Kotlak. Wo finde ich denn Kotlak? Ah, du hast gerade die Schnauze voll bekommen. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Okay. Dein Essen bewegt sich. Ah, neues Blut. Euer Gesicht. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch behalte euch im Auge. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Kaum bin ich da, werde ich schon wieder blöd angequatscht. Dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Sahneschnitte, oh. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Kotlak, wo Was bist da? Du, Kotlak? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Oh, das Hilfe? Ist eine Quest. So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Das ist ja, das macht man ja auch nicht. Man ergibt sich ja auch nicht. Ich denke mal, der gute Kotlak ist hier unten, ne? Sonst müsste ich ja nicht... Ach, ich verdrück mich immer. So. Verschiedenes. Ah, da. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Ja. Dann schauen wir mal, ob er mit uns reden will. Ob er einen neuen, guten Kampfarm gebrauchen kann. Ich frage mich, ob der Mod bedingt so lange zum Laden braucht. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ich habe noch gar nicht mit dir gesprochen. Oh, hübsch eingerichtet. Und das ist alles. Ah, okay. Hm? Nix, alles gut. Ah, überall Essen. Sehr stimmungsvoll eingerichtet. Naja. Halt, ne? Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Ah, jetzt ist es im Gange. Lass das meine Sorge sein. Und ich wette, ich komme genau zur rechten Zeit. Guten Tag. Ein Fremder betritt unsere Halle. Na, das sind so die Standardfragen. Gehen wir mal direkt drauf zu. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Hm, ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich.
Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Ich komme schon klar. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen. Ich muss noch viel lernen. Ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Ja, toll. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. Okay, hier sehen wir ja modbedingt die englische Aufgabenstellung, also zu den Waffen, ne? Also für mich ist es noch kein Problem. Von daher. Die Geschichte trägt sich, glaube ich, auch, ohne dass ich jetzt Deutsch oder Englisch. Ich wollte es halt nur nicht komplett in Englisch durchspielen. Weil dann muss aber ich. Ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Was? Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ja, warum quatsche ich mich immer an? Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ich das in komplett Englisch gespielt hätte bei den Dialogen, müsste ich dann immer so spannen und zuhören und so ist das im Deutschen wesentlich einfacher. Ab und zu mal einen englischen Text zu lesen ist kein Problem. Und er lädt. Er lädt, lädt, lädt. De-de-de-de-de. Wo ist denn der gute Mann? Ach da. Ihr wollt euch den Gefährten anschließen? Nun. Sie haben mich gerade aufgenommen, also ist sicher kein Platz mehr. Och, Mädel. Also, was geht? Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ihr gehört mir. Sie könnte es gerade nicht schlecht. Eher könnte ich es aufnehmen. Wie sieht der Neuankömmling aus? Nicht schlecht. Ihr habt einen ziemlich guten Kampf. Was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Bei Ismir lebend kommt ihr hier nicht. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so. Was mit dem Feuerwahn versehen? Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Wo ist denn Eorlund? Wo ist denn die Lagezone? Dann wollen wir mal schauen, wo denn hier der Meisterschmied der Gefährten ist. Muss ich da hoch? Ich glaube schon, ne? Oh, schick. Ah, da ist er ja. Guten Tag. Was führt euch her? Ich soll hier. Genau, Wilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Die Neue, bitte, ja? Schickt Wilkas Neulinge immer auf Botengänge oder ich führe nur aus, worum ich gebeten wurde. Naja, ich bin mal... Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Seid ihr ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mhm. Mein Name ist Eorlund Graumäher. Ich leite die Himmelsschmiede.
Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ist das meine Einstellung, aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen? Nee, ich bin gerne autark, ne? Also, ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Naja, was denn? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Diener bin? Ich helfe euch gerne. Ah, der macht eigentlich einen ganz netten Eindruck, ne? Frau krank, ah, okay. Gut gemacht. So. Was muss ich jetzt machen? Das Schild bringen. Und das Schwert habe ich ihm auch gebracht. So, erstmal, wo finde ich denn die gute... Ayela. Ayela. Wo bist du? Ah, da drin. Kann ja vorne reingehen, oder? Ne, die ist bestimmt hinten. Einmal um den Pudding rum, einmal um den Block. Ne, ich muss doch hier rein. Ah. Hätte auch vorne reingehen können. Botengänge. Ja, jeder fängt klein an. So sieht's aus. Söldner. Eine Söldnerin. Wo ist denn die gute Dame? Da, da sitzt sie ja. Nee. Ach, die ist da unten. War das die, die mich gerade blöd angeschrumpft hat? Nee, das war die, die mit am Anfang dabei war, als sie den Riesen erledigt haben, ne? Ja, genau, die war das. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Was? Aber ich bin doch nur. Och, ja, ist mal langsam gut jetzt hier. Was lungerst du auch immer an der Tür rum? Oh, die lungert immer an der Tür. Bist du hier drin? Ah. Hallo. Oh, was geht denn hier? Hier läuft doch was. Na? Habe ich euch gestört bei irgendwas? Ihr schon wieder. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ja, oh, ich krieg die schon. Ich habe euren... Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Eines Tages, wenn ich einen Hof mit Wilkas trainieren sehe. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ich meine Trachtkugel verpasst habe. So naja. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Sie haben nämlich überlebt. Ich halte nichts von Prahlerei. Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat. Na, ich halte nichts von Prahlerei. Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Seid ihr bereit? Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Ich habe nachgedacht. Wir sollten etwas... Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Nicht falsch, ich schaue mir das an. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Das ist so einfach.
Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Dann sag ich mal Dankeschön. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Mit welchen Problemen muss ich rechnen? Die Falmer. Es gibt Berichte, dass sie nachts Leute angreifen. Okay. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass man auf euch zählen kann. Tut, was zu tun ist. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Dann frage ich dich. Töte den Anführer von Schim. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Okay. Einer muss ja, ne? So, hier kann ich pennen. Wer bist du denn? Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja, stimmt. Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Mal schauen, was die so zusammenköcheln. Man kann den Honig im Wind riechen. Och, so zusammen ein Saufen gehen, da würde ich mitkommen. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, dass mir immer jemand zur Seite steht, wenn ich Probleme habe. Das ist gut. Wir haben Schildgeschwister, die dafür sorgen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Sehr gut. Glaube ich. Was? Will ich wissen, warum sich jeder angeschlossen hat? Nein. Also vom Charakter her, wenn du zu Söldnern gehst, dann fragst du andere Söldner nicht nach ihrer Lebensgeschichte. Und sie hier ist auch also gut. Niemand, der sich auf Anhieb viele Freunde machen möchte. Was wollt ihr denn jetzt wieder von mir? Gar nichts. Ich muss nur überlegen. Muss ich schlafen? Wo sehe ich denn, wie es mir geht? Mir geht's gut, ne? Ja, ja. Nö, alles gut. Was haben wir denn hier? Ich frage mich immer noch, warum Skjor euch überhaupt reingelassen hat. Weil ich besser bin als du. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Ja. Jetzt kümmere ich mich erstmal. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Ich glaube, wir beide geraten nochmal aneinander, was? So, wie sieht's denn aus? Nichts als Ärger in Himmelsrand. Gut, warte mal. Das mache ich erstmal aus. Folgen wir erstmal der unserer Aufgabe als neues Mitglied der Gefährten.